gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Von der Form her sind die meisten Container gleich. Austauschbar sind sie aber noch lange nicht. Jede Reederei hat eigene Container. Wenn Importware hier beim Packunternehmen TCO entladen und zwischengelagert wird, kann der leere Container nicht einfach für den nächsten Auftrag neu bepackt werden, sondern muss in ein Containerdepot der jeweiligen Reederei zurück. Wir setzen ihn leer auf, im Depot wird er leer wieder runtergenommen, wird dort wieder leer wieder aufgesetzt auf dem Containerchassis und wird wieder zu uns gebracht und wir müssen wieder leer wieder runternehmen. Das heißt, es sind vier Bewegungen, die wir machen müssen. Wir müssen zwei LKW-Unternehmen losschicken, um diese zwei Container zu bewegen. Und das kann man einfach abkürzen. Es sind zwar oft nur wenige Kilometer zum Depot der Reederei, aber am Ende häufen sich die Leertransporte. Sie künftig zu vermeiden, ist ein wichtiger Schritt. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Verkehrssituation im Hafen. Das ist mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, da auch die Verteilung dieser Betonbetriebe, der Leercontainerbetriebe und auch der Terminals oft da an der Haupthafenroute liegen und die Kölbrandbrücke betroffen ist als Nadelöhr im Hafennetz. Von daher ist das schon eine deutliche Entlastung auf jeden Fall. Über 20 Packunternehmen im Hafen machen nun mit beim Containertauschen. Die Disponenten von TCO tragen in einer Cloud ein, wann sie welchen Container entladen. Wenn ein anderes Packunternehmen in der Nähe gerade genau solch einen Container braucht, holt es ihn ab. Die Leerfahrt zum Depot entfällt. Wichtig dabei bleibt: Das Tauschen ist halt eben nur innerhalb einer Reederei möglich. Also wir können jetzt nicht einen Container Reederei A nehmen und den auf einem Schiff der Reederei B verladen. Das geht eben nicht. Das heißt, wir müssen immer die Paarigkeit finden. Die Reeder müssen deshalb jeden Kistentausch freigeben. Für viele sind die Container Werbeträger mit dem Namen oder den Farben der Reederei. Große Reeder wie Hapag-Lloyd sehen deshalb eine graue Einheitskiste, womöglich mit Pfand, noch in ferner Zukunft. Das ist noch etwas zweifelhaft, denn dort gibt es viele Probleme, mit denen man vorher die man vorher noch klären muss. Zum Beispiel, wer bekommt die letzte Box? Aber auch eben das Hapag-Lloyd-Logo, was auf unseren Containern ist, wo die Konkurrenz möglicherweise nicht zu ihren Kunden mitfahren möchte und denen eine niegelneue Hapag-Lloyd-Box auf den Hof stellen möchte. Aber auch Hapag-Lloyd hat schon Container mit Konkurrenten getauscht, wenn es zum Beispiel in China mal wieder zu wenig Exportcontainer gab. In Zukunft könnte Containertauschen in Häfen weltweit nicht die Ausnahme, sondern die Regel werden.